So, herzlich willkommen zurück hier bei Wilsons Hart. Wir stehen ja hier vor dieser Tür. Wir haben den Johnny da rangehängt und der drückt schön immer den Knopf. Und jetzt müssen wir ja den Knopf zur gleichen Zeit drücken, wenn der drückt, damit hier diese Tür aufgeht und gucken dann mal, was uns dahinter erwartet. Wir haben ja hier jetzt schon angebliche Werwölfe, Geister, Untote und zum Schluss jetzt sogar Vampir getroffen. Mal gucken, was uns jetzt dahinter der Tür erwartet. Also Gut gemacht. auf Anhieb. Was passiert hier? Was passiert hier? Nein. Kann es nicht aufhalten. Ach du Schande. Du hast meinen Arm. Was für eine verrückte Scheiße. Jetzt läuft er auch noch hierher. Wie kannst du... Was soll ich denn das machen? Willst mehr? Auf keinen Fall, Freundchen. Hau ab. Oh, abwehren, wa? Jetzt sind ja alle auf einmal. Na. Komm schon. Wow. Meine Herren. Welchen Knopf soll man denn drücken? Schnell zumachen hier. Und mit der Faust am besten. Komm schon! Muss funktionieren. Gott sei Dank. So, jetzt habe ich aber immer noch diesen bekloppten Holzarm. Und der vibriert jetzt. Oh Mann. Ich will den Holzarm nicht haben. Ich will meinen anderen Arm wieder. Okay, damit nur mit dem linken Arm spielen. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Hier sind wohl große Bauarbeiten gerade im Gange gewesen. Naja, schauen wir mal. Ja. Knatscht auch noch. Was soll man hier machen? Oh. Hier komme ich so schnell nicht durch. Da hinten. Ach Gott, hier sind wir draußen. Alter Schwede, guck mal da nach unten. Da wird's ja ganz anders. Ach du Scheiße. Da hätte man wohl nicht so lange stehen bleiben sollen. Okay, auf ein neues. Vielleicht mal ein bisschen schneller umschauen, wo man hin kann. Okay. Scheiße. Gott sei Dank brauchen wir hier bloß von Punkt zu Punkt springen. So.
hat der jetzt hier meinen Arm? Scheiße, wo mit dem Holz noch Arm machen wir? Genau. So. Und jetzt? Okay, wir haben eine Ersatzfaust für den Fall, dass wir mal wieder boxen müssen. Vielleicht da die Wand einhauen. Auch eine Möglichkeit. Nee, der Arm kommt nicht. Habe hier nichts. Da gibt's was. Hoffentlich funktioniert das. Den Arm absägen? Nein, komm schon. Kaputt. Ersatz. Aha. Los, ein Fuchsschwanz. Du? Mächtig werden. So, jetzt stecken wir das Ding wohl hier rufe. Haha, das ist eine Wumme. Bam. Damit können wir jetzt Wände einreißen. Siehst du? Das muss jetzt funktionieren. Ah. Ach Gott. Da ist Wumms hinter. Du bist Schrott. Seid ihr fertig? Mit der Faust kann in ja gar nichts mehr passieren, wa? Das ist ja schon krass, was hier für einen Haufen Holzpuppen rumhängen. Machen wir mal wieder Licht. Wo noch? Viele, viele, viele Holzköpfe.
Ja, ein bisschen Sport machen, ne? Sport am Abend. Immer ist irgendwas. So, da ist der Fahrstuhl. Auf jeden Fall sind wir mal rübergekommen auf der anderen Seite. Springen. So. Wo sind wir jetzt? Ach Gott, unsere Hand ist kaputt gegangen. Es wird ja Zeit. Ich kann ja nicht mal mehr umblättern. Sehr witzig, ihr Arschgeigen. Nee, man kann damit nicht greifen, kann ich es ja auch nicht umblättern. Ja, ich sehe nichts, was ich hier machen kann. Ich will wieder eine richtige Hand. So, wir sind im 8. Stock. Ich muss den Fahrstuhl nach oben rufen. Ach du Scheiße. Wer geht? Gut, das heißt, wir müssen hier wieder mal einen Umbau vornehmen. Das sieht danach aus, als wie wenn wir jetzt mit der Kreissäge rangehen. Na, geht irgendwie nicht weiter. Okay, jetzt kriegen wir eine Bohrmaschine ran. Das müsste passen. Krammer. Gut, wir haben eine Bohrmaschine angebaut.
So. Nein, 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 nein! Was? Ah, das kann doch nicht wahr sein, oder? Jetzt haben wir ja gar nichts mehr an Hand. Für dich, alter Mann. Überleg dir, wie du das hinkriegst. Kann ich abhauen? Nee, kann nicht abhauen diesmal. Los, Woody, kämpf dich. Ah! Scheiße. Fangen, oder? Beruhige dich, alter Mann. Überleg dir, wie du das hinkriegst. Kannst ja auch nicht fangen. Los, Woody, kämpf fair. Wie fühlt sich das an? Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier nicht so viel babbel. Aber ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Das ist von deinen Freunden, was? Wahrscheinlich jetzt hier ohne Hände nicht mehr so einfach. So, und jetzt? Gib mir meine Arme zurück. So ein abgefahrener Scheiß, ey. Was kommt jetzt? Wieder so eine Armada an Holzköpfen. So, jetzt aber. Schmeißt er wieder Scheiße? Und jetzt kommt er wieder. Zurück auf den Holzstapel, Woody. Und wie fühlt sich echtes Fleisch jetzt an? Jetzt mach schön Winke, Winke, du Stück Scheiße. Und? Ich hab meine Hände wieder. So ein Quatsch. Aber trotzdem gut gemacht. So, jetzt können wir wohl mit dem Fahrstuhl fahren. Vielleicht ist das ja der erste Lichtblick am heutigen Tag. Nein. Hey. Wer bist denn du jetzt? Ah,
Ja, klar. Oh oh. Willkommen zurück. Was ist passiert? Scheiße! Elsa, das Monster. Da vorne ist es. Passen Sie auf! Monster? Halten Sie den Mund! Das ist ein Killer, Elsa. Was machen Sie da? Passen Sie auf, was Sie über meinen Sohn sagen. Ihren Sohn? Ja. Er heißt Andrew. Wie ist das möglich? Das verstehe ich nicht. Wilson. Das ist Andy. Andy? Das ist Wilson. Der Mann, der dir ewiges Leben schenken wird. Er hat sie nicht gepackt, um sie zu töten. Er hat sie gesucht. Richtig. Es hat etwas gedauert. Aber er hat mich gefunden. Warum, Elsa? Worum geht's hier überhaupt? Natürlich um das Gerät in ihrer Brust. Dieses verdammte Ding. Natürlich. Es ist der Schlüssel, um Andrew am Leben zu halten. Die Batterie, die seinen Körper antreibt, ist begrenzt und fast völlig aufgebraucht. Ihr Gerät wird ihn mit Strom versorgen. Dauerhaft. Sie sind also bereit, alles dafür zu tun. Auch zu töten. Andy? Würdest du bitte zu deinem Spezialstuhl gehen? Mutti muss sich alleine mit Mr. Wilson unterhalten. Warum dieses Affentheater? Sie haben mich von Anfang an belogen. Der hat die Windeln voll. Um damit das Gerät für Andrew anfertigen zu können. Nach monatelanger Suche haben wir Harcourt hier gefunden. Er hatte sich als Arzt niedergelassen und tat so, als würde er Menschen helfen. Wie armselig. Warum hier? In diesem Krankenhaus? Weil er sich auch hier wieder unter dem Deckmantel der Forschung unbemerkt seinem wahren Vorhaben widmen konnte. Dem selbstsüchtigen Herumexperimentieren an Unschuldigen. Wie ihnen. Oder Andrew. Die Opfer seiner Grausamkeit wurden. Wovon reden Sie da überhaupt? Harcourt wusste, dass wir ihn gefunden hatten. Ihren Apparat hat er wohl in Eile fertiggestellt, weil kurz danach diese seltsamen Ereignisse im Krankenhaus begannen. Trotz seiner Recherchen und seiner Genialität wird ihn das überrascht haben. Also, um das Gerät von mir zu verstecken, hat er es Ihnen eingepflanzt. Das muss mitten während Ihrer Operation gewesen sein. Das perfekte Versteck. Und die Heimsuchung des Krankenhauses? Gehörte das auch zu Ihrem Plan? Nein, natürlich nicht. Selbst nach unseren jahrelangen Recherchen über solche Phänomene hätten wir so etwas nie erwartet. Die Heimsuchungen, die Kreaturen, sind alle Nebenwirkungen der Erschaffung von Dingen, die es gar nicht geben dürfte. Aber letztendlich musste ich mich an dieser Schöpfung gar nicht versuchen. Das hat dieser Idiot schon getan. Er hat mir dieses Ding eingepflanzt, um es vor ihm zu verstecken. Ist es nicht wunderbar? Ein vorübergehender Rückschlag. Doch alles, was geschehen ist, ist es wert gewesen. Wenn Andy dadurch weiterleben kann. Auch wenn es bedeutet, dass alle anderen sterben müssen? Ja. So kaltherzig es klingen mag. Würden Sie nicht auch alles für Ihre Liebsten tun, Wilson? Aber ich würde einem Kind ganz sicher nicht befehlen, jemanden zu töten. Harcourt starb durch große Krafteinwirkung. Sie waren das nicht. Das war Andy, oder? Das war nicht so geplant. Andrew sollte Harcourt das Tagebuch abnehmen, aber der hatte es versteckt und sich geweigert, es herauszugeben. Vor Wut muss Andrew zu heftig zugeschlagen haben. Ich konnte nicht dabei sein, weil die Phänomene im Krankenhaus begonnen hatten und wir getrennt worden waren. Sie haben Ihren Sohn, einen unschuldigen Menschen, töten lassen. Er hat es verdient. Und noch mehr. Ich wollte ihn nicht töten, aber das war ein weitaus besseres Schicksal als das, was er verdient hätte. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Was er uns antat, kann nicht vergeben werden. Harcourt war mehr als nur eine Bekanntschaft. Das stimmt. Arthur Harcourt war mein Ehemann. Genial. Aber nur im Geiste, nicht im Herzen. Der menschliche Körper meines Sohnes wurde unbrauchbar, als Arthur ihn eines Abends im Sumpf die Treppe herunterschubste. Wo
nur ein kleiner Schub die Treppe herunter. Mehr braucht es nicht, um das Leben eines unschuldigen, süßen Kindes zu ruinieren. Und Arthur? Dem war es egal. Er verließ uns, um seine Forschung voranzutreiben. Unsere Forschung. Wie haben Sie ihn am Leben erhalten? Ich rettete Andrew das Leben, indem ich ihm einen neuen Körper baute und sein beschädigtes Gehirn darin einpflanzte. Für dieses komplizierte Unterfangen brauchte ich aber eine Energiequelle. Und dieser Hurensohn Arthur wusste das. Dann übertrug er unsere gemeinsamen Forschungsergebnisse in sein Tagebuch und verließ uns. Wenn es also ein Gott und Gerechtigkeit in diesem Universum geben sollte, Wilson, schmort dieses Schwein gerade in der Hölle. Das ist keine Gerechtigkeit, Elsa. Das ist Wahnsinn. Wenn es keine Gerechtigkeit gibt, Wilson, muss wohl ein gutes Karma reichen. Sehen Sie mal da hinten. Das ist es, wonach Sie suchen, oder? Mein Herz. Ist es in Ordnung? Das ist es. Versteckt in Harcourts Büro. Andrew war so freundlich, es mir zu bringen. Ich sagte doch erst ein Wiedersehen. Ist es dort sicher? Wie lange wird es noch weiterschlagen, wenn es nicht in mir ist? Solange Ihr Gerät funktioniert, wird Ihr Herz weiterschlagen. Aber sobald ich den Apparat länger aus Ihrer Brust nehme, hört es auf. Und Sie werden sterben. Mein Leben mag ihm nichts bedeuten, aber meinem Herzen darf nichts geschehen. Elsa, bitte. Es tut mir leid, Wilson. Das tut es wirklich. Ich hatte wirklich nicht vor, dass die Dinge so enden. Das müssen Sie mir bitte glauben, Wilson. Aber Andrew muss weiterleben. Um jeden Preis. Elsa, nein. Wenn Ihr Sohn verstehen könnte, was Sie da tun, würde er es nicht wollen. Halten Sie den Mund, Wilson. Nichts, was Sie sagen, wird meine Meinung ändern. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss noch die Transplantation vorbereiten. So, wir werden jetzt wahrscheinlich möglicherweise dem Ende nahe kommen. Und ich sag mal... Wilson! Ich dachte, Sie kämen an eine besser zurück. Ja, ich tue das auch nicht für Sie, sondern für mich. Lassen wir es dabei. Hat ja auch lange genug gedauert. Ja, ich habe Sie auch vermisst. Zu Meier haben Sie überhaupt gesteckt. Dieses furchtbar hässliche Monster hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Bin gerade noch entkommen. Ja, dieses furchtbar hässliche Monster ist übrigens Elsas Sohn. Das ist nicht Ihr Ernst. Doch, so verrückt es klingen mag. Dieses Ding ist Ihr Sohn. Ja, läuft auch unter Andy. Warum macht sie das alles? Später. Alles, was im Moment zählt, ist, dass das Gerät so weit wie möglich von ihr entfernt ist. Wenn sie hier ein wenig schneller aufgetaucht wären, wäre ich vielleicht gar nicht in diese Schlamasse geraten. Oh, großer Kurt, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um mich zu retten. Wie kann ich das je wieder gut machen? Ah, kein Problem, Wilson. Sie brauchen mir nicht zu danken. Ich bedanke mich, sobald Sie mich aus dieser Lage befreit haben. Wo sind die anderen? Bela ist abgetaucht, habe ihn nicht gesehen. Ach ja. Lucy ist ein Vampir. Wollen Sie mich verarschen? Ich wünschte, das wäre das Verrückteste, was ich heute gesehen habe. Kommt aber nah ran. Wissen Sie was? Scheißegal. Ich will das gar nicht wissen. Sind Sie bald fertig? Beeilung, bevor sie sie sieht. Das ist gar nicht mal so einfach. Schneller kann ich... Nein. Das war ein Fehler. Ich hätte nicht zurückkommen dürfen. Ruhe, Junge. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wilson, Sie müssen hier verschwinden. Falls Sie es noch nicht begriffen haben, genau das will ich. Aber wie soll ich hier weg, wenn Sie nicht... Verschwinden Sie! Ach du Scheiße, jetzt wird der Tatsache zum Werwolf. Oh, kann nicht verschwinden. Aber ein großer Werwolf. Sie hatten recht und ich nicht. Ich gebe meinen Fehler frank und frei. Oh oh. Verschwinde von dort! Wie komme ich hier jetzt raus?
Grenzen. Baylor, holen Sie mich endlich aus diesem Ding hier raus. Keine Sorge, ich werde Sie da rausholen. Wie haben Sie den ganzen Wahnsinn überlebt? Das ist eine lange Geschichte, aber nicht der optimale Zeitpunkt, sie zu erzählen. Vielleicht später, wenn wir dem sicheren Tod nicht mehr ins Auge blicken. Baylor, wir müssen Elsa aufhalten. Mit dem Tagebuch und dem Gerät versucht sie... Ich habe alles gehört. Alles gut. Aber schonen Sie Ihre Kräfte. Ich hole Sie so schnell es geht hier raus. Immer noch nicht. Gib mir das Tagebuch. Strapazier nicht meine Geduld. Kommt die auch noch dazu. Was bist du? Weißt du das nicht? Ich dachte, du wärst doch so schlau. Ich wusste, dass mit dir etwas nicht stimmt. Von Anfang an. Mach nichts. Ich bin bereit. Zeig mir, was du drauf hast. Andy, beschütz deine Mutter. Das ist dein Kind. Der nervt genauso wie du. Du bleibst hier, Wilson. Wenn ich mit diesen beiden Trotteln fertig bin, habe ich bestimmt Hunger. Und du bist der perfekte Imbiss. Bela, verdammte Scheiße, beeilen Sie sich. Ich weiß, ich versuch's ja. Los. Wilson, ich bin von Natur aus immer höflich, aber können Sie bitte mal 5 Sekunden lang die Klappe halten, damit ich mir was überlegen kann? Sie sind frei. Hallo, Baylor. Jetzt? Zaubernd, dich wiederzusehen. Oh. Hallo. Wo waren wir? Wilson, nehmen Sie das. Mach's gut, Kleiner. Okay. Kann ich Wilson, sehen Sie? Elsa hat Harcourts Tagebuch liegen lassen. Es muss vernichtet werden. Lassen Sie mich Ihnen helfen, Wilson. Wie kann ich eine Hilfe sein? Es ist zu gefährlich. Ich hole mir das Tagebuch, damit wir endlich von hier verschwinden können. Wenn ich kann, helfe ich Ihnen. Und jetzt gehen Sie, bevor Sie sie sehen. Ja gut, ich meine, ich weiß jetzt zwar nicht, wie lange es noch geht, aber an der Stelle machen wir hier mal erstmal Schluss für heute und machen beim nächsten Mal wahrscheinlich die finale Staffel bzw. Folge von Wilsons Heart. Ich sag erstmal noch danke für euer Interesse und Zuschauen. Es wird und bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.